Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute mal die gebuffte Batchet anschauen. Was ist gebufft worden? Im Endeffekt eigentlich nur die Mobilität. Aber es sollte ausreichen, um die Batchet mal wieder first in class zu bringen. Wir schauen jetzt mal direkt rein. Es hat sich ja nicht viel geändert. Sheridan genervt worden, Batchet gebufft. Von dem her schauen wir uns mal an, wie es sich denn so spielt. Okay, wir haben gleich Doppel-Sheridan und Gegnerteam. Das ist natürlich echt geil. Wir haben selber einen Sheridan. Nee. Das, denke ich mal, wird schwierig. Ich hoffe, unser Team fährt hier mit rüber. Aber das sehen wir jetzt gleich. So. Motorboost ist drinne. Ich hoffe einfach, dass wir nicht so viele Raketen abkriegen. Mit der Mobilität sollte man ja auch genug Möglichkeiten haben. Sheridan kommt zwar hinterher, aber auch nicht so, dass ich sage, unsere Mates sind hier nicht gut vertreten. Bin jetzt hier nochmal Reload gegangen. Wir müssen hier weg, definitiv. Nicht, was er hier zusammenfährt, ey. Was einen Schrott er zusammenfährt, aber okay. Bringt jetzt nichts hier über die Ecke zu pushen. Sind zwei Sheridans in der Ecke. Unsere stehen sehr, sehr weit hinten. Wir haben AFKler dabei. Von dem her fahren wir einfach mal außen rum. Schauen wir mal, was so geht. Vielleicht können wir über den Spawn von denen arbeiten. Das wäre natürlich auch nice. Dann schauen wir mal. Ich würde ja gerne Zeitschots setzen, aber es ergibt sich kein Schusskanal für mich. Natürlich bitter. Aber wir fahren jetzt einfach hinten an den E3 ran. Er schaut nach unten. Das sollte uns eigentlich die Möglichkeit geben, den hier schön klippen zu können. Ah ja, okay. Sind jetzt hier drei Schüsse, es waren zwei schlechte Schüsse von mir auch dabei. Die drei hat, das ist schon mal nice. Ah, direkt an den E3 ran. Müssen eigentlich irgendwie. Konnten einen von drei machen, das ist natürlich schade. Das Team zerfällt hier hinten gerade, der AFKler steht immer noch hinten. Ganz komisch rum. Da werden wir jetzt keine Chance mehr haben. Wir können jetzt den baiten. Aber der lässt sich nicht baiten. Unser Sheridan, glaube ich, fährt da mal rein. Macht er nicht gut. Boah, steht jetzt halt 5-0, ne? Ich komme halt aber auch nicht durch, es ist Wahnsinn. Okay. In der Runde war aber auch nichts zum Holen. Klingt jetzt blöd, aber Team spielt jetzt nicht so gut mit. Probier es jetzt gleich mal im Herrschaftsmodus. Vielleicht kriegen wir dann nicht ganz so viele Sheridans rein. Weil zwei Sheridans pro Team ist halt schon echt extrem. Und leider, immer noch ein großes Thema. Konnte jetzt eigentlich auch nichts machen in der Runde. 900 Schaden, ja, das ist, klingt jetzt blöd, ne, aber ich habe schon Pen-Boost drin. Mehr geht halt nicht, ne? Wir haben schon wieder einen Sheridan im Gegnerteam. Wir selber haben nur einen Raketenpanzer. Ich hoffe jetzt einfach, dass die links fahren. Ich spiel mal halt Herrschaft, das ist auch gut. Mobilitätsmäßig fühlt sich's besser an, tatsächlich. Das sehen wir jetzt auch in der Runde. Vielleicht können wir, wenn er mir nicht im Weg fährt, oben auf das Flugzeug rauf, das wäre richtig, richtig geil. Hat man outspottet oder bin ich aufgegangen? Dann kommt man schön machen. So, stellen wir uns mal hier ganz kurz hin. Schauen wir, dass die Batchet uns nicht beschießen kann.
Immer mal unten und oben einen, ne? Oh, an die Badgets sollte mal rankommen. Haben noch einen. Können wir die Badgets mal rausnehmen? Oh, steht jetzt 2-0. Frag mich bloß, wo der Standard B von denen hingekommen ist. Ah ja, ist weggefahren. Oh, dann fahren wir mal rein. Fahren wir mal klippen. Das funktioniert ja auch ganz gut. War wieder typisch. Weiß nicht, warum er mich da schieben muss. Unnötiges Geschiebe, aber okay. Lass die zwei jetzt mal hier komische Dinge machen. Hoffe, dass ich eine HE setzen kann. Eine HE. Zweite HE. Ah ja, Su steht hier hinten. Ah, gehen wir mal die Su an. Sollte jetzt auch nicht das Thema sein. Gehen wir mal ganz kurz den Reload. Zweimal und dann sollten wir es auch rauskriegen. Na ja, fast. Damage-technisch kann man da wesentlich besser arbeiten mittlerweile. Das macht echt Laune. Also definitiv besser als vorher. Ich probiere es jetzt mal mit Lüftung, weil es ja dann doch die ganzen Stats nochmal verbessert. Für CW hatte ich jetzt Pembus drin, um einfach die Schüsse sicher zu machen. Aber man hat schon gesehen, E3 ist immer noch extrem schwer. Von dem her schauen wir jetzt mal. Oh, wir haben zwei Raketenpanzer im Gegnerteam. Wir haben selber einen. Ich hoffe, dass er was kann. Ist zwar ein Player, aber ist jetzt auch nichts Dramatisches. Ansonsten müssen wir hier oben mit pushen. Wenn die jetzt hier extrem pushen, dann werde ich mich da zurückziehen. Oh ja, es fühlt sich nochmal besser an. Also mit Lüftung fühlt sich es nochmal besser an. Ah. Ganz kurz abwarten. Team verlegt sich nach rechts. Ich hoffe, unser Convoy, die TD ist so nice. Fahrt hier vorne mal in den Busch. Mal schauen, was die Sichtweite so ausmacht. Nach dem Mobilitätsbuff. Die Sichtweite ist, glaube ich, auch noch ein bisschen gebufft worden, aber das kann ich jetzt nicht genau belegen. Quadrate steht hinten. Theoretisch sollte man den hier aufkriegen. Ah ja, da guck an. Das war lucky. Er hat mich nicht aufgemacht. Das ist schon mal nice. Aufgemacht auf keinen Fall. Aber er hatte einen lucky Schuss. Das Thema, das wir jetzt haben, ist halt, wir haben zwei Caps zu einem. Steht zwar 1-0, aber ich weiß nicht, wo die Gegner kommen. Sieht fast so aus, als hätten sie sich komplett oben reingerammelt. Krieg direkt in den Reload. Gegen den Sheldon will ich nicht spielen. Ah ja, da kommt noch ein T54E1. Dann können wir, glaube ich, noch einsetzen. Da haben wir ein bisschen Glück. Ja, können wir nochmal. Nice, das war gut. Da reicht dann der Reload auch aus. Das ist sehr, sehr fein. Spielt sich extrem schön. Extrem gut. Viel, viel besser als vorher. Ich weiß nicht, was ist. Der Sheldon hat sie nach unten verlegt. Das ist auch nett. Unser Sheldon ist hier oben mit rangefahren. Das ist sehr, sehr schön. Ups. Aber es fehlen halt noch die TDs von denen, ne? Vermutlich stehen sie oben. Ne, da reicht der HE-Pen nicht aus. Aber er ist auch raus. Vom E4 könnte man theoretisch eine nehmen, aber ich will jetzt noch nicht.
will noch eine AI setzen. Ah. Aber die 4K auch voll. Sehr, sehr schön. Spielt sich sehr gut. Extrem gut. Viel besser als vorher. Also der Buff hat ihr echt gut getan. Sehr angenehme Games. Aber bis jetzt auf das erste, aber da kommt man auch nichts machen. Das war jetzt einfach dem Team geschuldet und dem Matchmaking. Aber sehr, 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 sehr schön. Ja, in dem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auch mal so ganz gut zu sehen. Okay, was kann das eigentlich? Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.